Wir werden jetzt eine kleine Aushilfsstelle hier annehmen bei unserem Freund, der uns damals das Segel verkauft hat. Willkommen zurück zu Wind Waker HD. Wenn es denn schon geht, werden wir jetzt die fliegende Händler-Quest machen. Ich spreche nochmal mit dem. Ah, täuschen mich meine frostgebeulten Augen oder ist es wirklich eine Posttasche, die du da hast? Weißt du, ich hätte da eine große Bitte an dich, mein Freund. Okay. Ah, wusste ich's doch, du würdest mich nicht enttäuschen. Mit dir kann man eben wirklich über alles reden. Oder eben wirklich reden, mein Freund. Also, es könnte was länger dauern, also passt bitte gut auf. Mein Stand ist sozusagen ein Krimskrämer, der billige, allerorts seltene Ware bezieht und dann zu vernünftigen Preisen weiterverkauft und so Profit macht. Blöd daran ist eigentlich nur, dass ich im Moment wenige bis genau genommen gar keine Ware habe und Profit gänzlich ausbleibt. Ganz egal was, aber beschaff mir bitte neue Waren. Mach dich auf die Suche nach den fliegenden Händlern und schließ Handelsabkommen ab. Ich bitte dich. Keine Angst, Handelsabkommen mag jetzt etwas hochgestochen klingen, aber es ist eigentlich ganz einfach. Du brauchst nur deine Ware gegen neue Waren deines Gegenübers zu tauschen. Denn zwischen fliegenden Händlern ist ein Tausch gleichbedeutend mit einem Vertrag. Nun, und der Klangfülle halber nennt man das eben ein Handelsabkommen, verstehst du, mein Freund? Ja. Also ein Tauschgeschäft. Ein fliegender Händler, mit dem du ein Handelsabkommen geschlossen hast, wird fortan seine Waren zu mir liefern. Immer wenn du also erfolgreich einen Tausch abwechselst, erweitert sich mein Sortiment. Großartig, nicht wahr? Konntest du mir soweit folgen? Gänzlich. Wunderbar, damit sind wir jetzt also Geschäftspartner, mein Freund. Ob es dir passt oder nicht, wir gehören zusammen wie Pech und Schwefel. So will ich dir gleich etwas überreichen, um unsere Partnerschaft zu besiegeln. Das hier ist quasi unser Handelsabkommen. Na dann, fröhliches Tauschen. Oh yeah, wir haben die Stadtblume erhalten. Eine kleine Blume, die eine Zierde für jedes Stadtbild ist. Hast du einen Platz gefunden, an dem sie sich gut machen würde, wähle im Itemmenü die Posttasche aus und lege sie auf Bla. Damit kannst du dein erstes Tauschgeschäft mit einem fliegenden Händler abschließen. Und für mich bedeutet das ein lukratives Handelsabkommen. Sobald du einen Tausch abgewickelt hast, dann wird mir neue Ware geliefert. Grandios, nicht? Also auf geht's. Irgendwo da draußen wartet ein fliegender Händler auf dich. Mein Freund. Ich setze wirklich große Hoffnung in dich. Ja, und die Stadtblume könnte man jetzt zum Beispiel hier reintun. Ich weiß nur gerade überhaupt nicht, wieso die in der Posttasche ist. Okay, die hat sonst ziemlich wenig Verwendung. Gebe ich ja zu, aber. Trotzdem sehr merkwürdig. Okay. Also, ich habe ja bereits erwähnt, es gibt insgesamt drei fliegende Händler auf der Overworld. Einmal bei der Mutter-Kind-Insel, einmal auf der Isla Bomba und einmal auf Ichthusk. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob man jetzt jeden schon ansprechen kann oder ob die wirklich eine bestimmte Reihenfolge schon am Anfang haben. Ich werde mich jetzt mal in mein Boot schmeißen und einfach mal gucken, wo wir uns dann am nächsten dran porten können. Natürlich die Mutter-Kind-Insel, da müssen wir aber hinsegeln. Da können wir uns nicht direkt hinporten. Sonst landen wir wieder drin. Moment, so. Vorhin habe ich noch gesagt, die ist leicht zu merken. Ist auch eigentlich. So, wir können uns eigentlich sehr schnell zur Isla Bomba porten. Und dann natürlich nach Ichthus. Na, Ichthus kommen wir am schnellsten. Dann machen wir mal Ichthus. Und Küken. Und gucken, ob wir da schon mit dem fliegenden Händler ein Handelsabkommen schließen können. Das wäre wundervoll. Dann werden wir jetzt also die ganze Tauschquest machen. Ich habe mir jetzt leider nicht, also absichtlich nicht aufgeschrieben, was man jetzt alles machen muss. Also zu wem man dann muss mit den Händlern und so. Ich weiß nicht, ob ich das schneiden werde, weil wir können ja mit dem Porten und dem 7-Meilen-Segel eigentlich relativ schnell reisen. Deswegen werde ich es vielleicht nur schneiden, wenn ich irgendwelche Fails gemacht habe, wenn ich irgendwie nicht weiß, zu wem ich muss oder so. Aber erstmal sollte das jetzt nicht so das Ding sein. So, hier ist einer der fliegenden Händler. Und ich habe was Interessantes gelesen. Und zwar, wenn man das Dekoblatt benutzt, kann man dem die Kapuze wegwehen. Möchte ich gleich mal testen, ob das stimmt. Aber erstmal holen wir uns hier unser Handelsabkommen raus. Hallo. Ich bin ein fliegender Händler, der die See befährt, immer auf der Suche nach raren und einzigartigen Waren. Mir kam das Gerücht zu Ohren, dass es auf dieser Insel hier phänomenale Reichtümer geben soll. Und so bin ich aus weiter Ferne mit meinem Floß hierher gekommen. Aber Fehlanzeige. Ich dachte wirklich, hier könnte es eventuell gar eine Handelsgenie-Statuette geben. Aber das war wohl der Wunsch, der Vater. Der Wunsch der Vater des Gedanken. Was? Naja. Wo wir gerade dabei sind, in einer Posttasche, da vermute ich auch so manche Raritäten und Kleinode. Vielleicht hast du etwas leicht Ausgefallenes dabei. Warum machen wir da nicht ein kleines Tauschgeschäft? Wie du dir bestimmt denken kannst, habe ich in meinem prall gefüllten Rucksack nämlich auch so die ein oder andere Überraschung. Zeig doch einfach mal was. Okay. Solange ich mich nicht ausziehen muss und dir was zeigen soll. Hier. Kannst du mir da was anfangen?
Das ist ja eine Stadtblume. Dafür gebe ich dir eine Meeresblume. Und was sagst du? Lass uns tauschen. Ach ja, eine kleine Bearbeitungsgebühr muss ich allerdings auch verlangen. Was? 20 Rubine, denke ich, sollten in diesem Fall ausreichen. Was? Okay. Besten Dank. Dann sind wir uns hier einig. Gut, ich gebe dir jetzt deinen Teil des Handels. Also streck bitte deine Hand aus. Meeresblume! Sie verströmt den Duft des weiten Meeres und der exotischen Ferne. Okay. Ich hoffe, ich habe auch genug Geld, weil die werden, glaube ich, immer teurer. Wunderbar, damit wäre unser Tauschgeschäft abgewickelt und gleichzeitig auch ein Handelsabkommen zwischen uns geschlossen. Und Kraft dieses Handelsabkommens werde ich nun, von nun an, meine Waren zu dem standen Portemonnaie liefern lassen. Keine Angst, ich werde dir einen Postboten beauftragen. Die Waren sind also schon längst im Portemonnaie, wenn du das nächste Mal vorbeischaust. Immer wieder eine Freude. Okay. Sehr gut. Damit haben wir die erste Transaktion beendet. So. Dann schauen wir mal, bei der Isla Bomba vorbei, würde ich sagen. Und schauen, was wir da so haben. Die Isla Bomba ist einen höher als Tantopia, wenn ich mich nicht täusche, oder nee? Moment. Jetzt bin ich gerade verwirrt. Nee, die ist auf jeden Fall in der Nähe von Tantopia. Über Tantopia irgendwo, aber... Ich muss mir jetzt gerade nochmal was genau angucken. Gib Gas! Ich will die Karte sehen. Naja, doch, genau. Ein über Tantopia, ne? Ich sah gerade nur so aus, als wäre Tantopia ganz rechts. Das hätte mich ein bisschen gewundert. Okay. Haben wir hier zufälligerweise noch irgendwie so einen Schatz oder so? Naja, ich komme hier sowieso nochmal öfter hin. Vor allem auch wegen den Mini-Tendo-Figuren. So, und wir segeln jetzt ganz nach oben hier zur Isla Bomba. Die ist ja zum Glück nicht so weit weg. Hat man sich natürlich auch Gedanken drüber gemacht, über diese Quest, dass man auch immer, ja, ein, Porter in der Nähe hat für diese Quest, weil sonst ist es natürlich extremst nervig, wenn man dann wirklich immer Ewigkeiten segeln muss. Man muss ja so schon weit genug dann segeln. Weil man muss ja irgendwie 10 oder mehr Gegenstände tauschen. Ich weiß jetzt nicht, wie das genau sind. Ich denke, es kommt der Tauschquest, also der Begeron-Quest in Ocarina of Time gleich. Es ist also echt nicht wenig, deswegen überlege ich auch gerade diesen Weg jetzt hier durchaus dann gleich rauszuschneiden. Weil ich den ja euch eigentlich nicht öfter zeigen muss. Auf der Isla Bomba haben wir auf jeden Fall auch noch was zu tun. Ich glaube, das mache ich jetzt direkt. Ist das Isla Bomba? Sieht so komisch aus. Er wusste es doch! Scheiße, ich habe die falsche Insel angesteuert. Ja, ich habe Kurs auf die in die richtige Richtung genommen, aber ich bin dann falsch abgebogen. Kacke. Greifenostinsel müssen wir auch noch machen, allerdings erst später. Habe ich ja bereits erwähnt, mein Gott. Ich dachte echt schon, dass... Nee, ich kenne die Isla Bomba. Ich kenne die. Ich wusste, dass sie komisch aussah. Mein Gott. Wo liegt die denn genau? Die liegt, okay. Die liegt direkt vor uns. Also schön weit oben rechts im Quadrat. So, wie es sein soll. Und da ist eigentlich das Floß des Händlers, oder? Nee, Blödsinn, das ist nicht das Floß des Händlers. Der ist, glaube ich, auf der Insel selber. Ah, kacke. Falsche Richtung. Drehen. Und Vollgas. Und da steht er schon. Auf der Isla Bomba. Diesen großen Felsen dürfen wir aber noch nicht wegkriegen. Oder können wir den wegsprengen? Habe ich das schon mal versucht? Ich weiß es nicht. Und mit dem Hammer dürfte es eigentlich auch nicht gehen. Weg da, mein Gott. Ich muss mal gerade gucken. Ich habe mir die Isla Bomba ja auch aufgeschrieben. Fragt sich natürlich, wo. Da. Unter anderem natürlich auch eine Schatzkarte. Also, die Schatzkarte für die Isla Bomba enthält ein Herzteil. Und hier können wir später halt auch noch was erreichen. Aber offenbar noch nichts. Also, ich gehe nicht davon aus, dass das mit der Bombe weggeht. Andererseits... Schauen wir mal. So. Ah, ich verpeile es immer. Ha, doch, sehr gut. Vielleicht kriegen wir also hier direkt das Herzteil. Das wäre schön. Also, ein weiteres Herzteil hier von der Isla Bomba diesmal. Was war denn hier? Ja. Ich erinnere mich, was hier war. Naja. Da ist es, genau. Dich brauche ich nämlich. So. In der eingerollten Version. Komm raus. Oh, da ist ein nächster. Sehr gut. Also ein neuer. Komm. Zack. Ich glaube, das Prinzip haben wir uns ja schon mal zunutze gemacht im ersten Dungeon, wenn ich mich nicht täusche.
Auf jeden Fall haben wir es schon mal benutzt. Auf den Schalterstellen, um weiterzukommen. Und hier befindet sich dann tatsächlich das Herzteil. Ja. Naja. Verfolgt aber dasselbe Prinzip. Wir müssen da so ein Ding reintun. Und das wird lustig. Weil ihr seht, man darf natürlich nicht in die Lava fallen. Muss sich aber trotzdem beeilen, weil die Dinger ja auch langsam wieder aufrollen. Also, hier kommt dann gleich auch noch so ein Lava-Viech. Eigentlich. Oder? Vielleicht auch nicht. Dachte ich eigentlich. Kann auch sein, dass wir das so schaffen können. Würde mich aber wundern. Nee, oder? Brauche ich doch bestimmt so ein Lava-Viech. Nö. Nein! Aber ich muss sicher rüber und zurückkommen. Okay. Das ist die Schwierigkeit. Weil danach brennt das auch nicht. Okay, dann halt nicht. Jetzt aber bloß nicht mehr verkacken, sonst landen wir bestimmt wieder am Anfang. So, und die müssen wir jetzt da in die Feuerdinger reinballern, oder? Wie war das? So. Mhm. Und das in die andere. Bleib hier, nein! Wir rollen am besten noch ein bisschen weiter, komm. Das war knapp. Und reinwerfen. Nein! Das muss da rein. Und das andere ist jetzt natürlich auch wieder weg. Oder bist du neuer? Ach, ich habe keine Ahnung. Moment, was ist da jetzt noch einer? Nee. Aber der Schalter, ach so, okay, der muss nur einmal gedrückt sein. Ja, okay, dann ist es kein Ding. Ich dachte, beide müssen da gleichzeitig drin sein. Und die Schalter sind offenbar wirklich ganz dauerhaft. Gut, das finde ich nett, das finde ich nett. Ob es im Original auch so war, weiß ich nicht. Könnte ich mir vorstellen, dass es nicht so war. Vielleicht aber auch doch. So, schön gedankt. Alles perfekt. Und wir können an das Herz teilen. Sehr gut. Ja, damit. So, das wäre dann also das, ich sag mal, normale auf der Isla Bomba. Und dann kriegen wir halt noch eins von der Schatztruhe, die dann hier draußen spawnt, die dann da versunken ist. Also von der Schatzkarte generell für die Isla Bomba hier. Okay. Sehr gut. Wir haben einen neuen Herzcontainer jetzt bekommen, ne? Habe ich jetzt leider gar nicht darauf geachtet. Ja doch, genau. Okay. Sehr gut. Dann können wir jetzt einfach wieder hier verpissen, uns verpissen. So, wenn ich einen Rückweg finden würde. Oh Mann. Ich wollte... Ja. Ich glaube, da war ich ein bisschen zu sehr Majora's Mask gewöhnt. Mit dem Dreh... Also mit diesem Rollsprung und so. Da kann man dann schön weit springen. Ich glaube, das geht hier in dem Fall jetzt gerade nicht so gut. Naja, okay. Okay. Joa, dann werden wir jetzt endlich einen fliehenden Händler hier ansprechen. Und schauen, ob er was mit der Seeblume oder wie sie Meeresblume zu anfangen kann. Erstmal wieder ausrüsten hier. So. Wo bist du denn? Da bist du. Ach, jetzt habe ich das mit dem Dekoblatt gar nicht versucht. Das mache ich gleich noch. Hallo. Hm? Kenne ich dich woher? Oder etwa doch? Oder doch nicht? Ich bin ein kleiner Händler und durchstreife die Lande immer auf der Suche nach den seltensten und einzigartigsten Waren. 30 Jahre lang träume ich nun schon davon, eines schönen Tages mal meinen eigenen Stand zu eröffnen. Egal ob Regen oder Sonne, ich suche unermüdlich nach raren Waren. Das hat sich gereimt. Witzig. Und, Scheiße. Naja. Hier ist gerade was auf meinem Boden ausgelaufen. Naja. Wo wir gerade dabei sind, in einer Posttasche, da vermute ich auch so einige Raritäten und Kleinode. Ja, ja, lass uns tauschen. Machen wir doch, machen wir doch. Hier, bitteschön. Hm, das ist ja eine Meeresblume. Hm, dafür gebe ich dir eine Stadtblume. Was sagst du dazu? Nein. Hm, bist du sicher? Wenn du das mal nicht bereuen wirst. Nee, glaube ich nicht, glaube ich nicht. Dir werde ich jetzt immer den Hut vom Kopf wehen, wenn das geht. Tatsächlich, und... Es ist ein Grone. Hm, wer hätte es gedacht? Aber kein bekannter Grone, also es ist jetzt nicht irgendwie hier so der... Darunia oder Damani oder sonst was. Nein, es ist einfach ein ganz normaler Grone. Auf Ichtusk, ein weiterer fliegender Händler. Drei Personen. Man sagt ja immer, auf der Welt sollen sich immer drei Personen sehr ähneln. Ich frage mich, wie man meinen Doppelgänger wohl sind. Du kannst sie treffen. Okay, der sagt mir aber offenbar nur was über die eine weitere Person in Ichtusk und nichts über die am... Ne? Wir wissen Bescheid.
Der sieht schon wieder irgendwas da hinten. Das U-Boot da, genau. Ich weiß nicht, ob ich da schon drin war. Ich glaube aber schon. Also ich war in vielen U-Booten schon. Deswegen, naja. Gut. Dann werden wir im nächsten Part. Ja, ich glaube, den werden wir dann direkt bei der Mutter-Kind-Insel anfangen und da den Händler treffen. Und der wird uns dann für unsere Meeresblume was Besseres geben. Also es hat halt schon so ein gewisses System, wie man die ansprechen muss. Beim ersten hatten wir Glück. Der Ichthus hat uns direkt das Richtige gegeben, also der war richtig. Aber hier, der war jetzt falsch. Wir hätten erst zur Mutter-Kind-Insel gemusst, weil der hier wird uns eine Stadtblume geben. Die haben wir schon, die brauchen wir nicht. Und wir müssen ja irgendwas bekommen, was neu ist. Und deswegen müssen wir jetzt den Typen auf der Mutter-Kind-Insel ansprechen und der gibt uns dann dafür was anderes. Das werden wir im nächsten Part machen. Bis dahin. Tschüss.